Moin Markus. Moin Marc, hi. Na, moin liebe Feinschmecker und Freunde des Hamburger Sommers. Markus, ich habe heute in der Bild-Zeitung, heute Morgen beim Frühstück, gelesen, dass du jetzt ja auch einen Lieferdienst machst. Vorne mit Angela Merkel auf der Titelseite und auf Seite 8. Ja. Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Ja, wir gehen heute zu Evonics. Die sitzen neben dem 25 hier in der Hafen City und die stellen uns einen Leitfahrer zur Verfügung, ja, damit wir unsere Kunden beliefern lassen können. Ja, super. Elektrisch sozusagen. Ja, wir gucken uns das Bike gleich mal gerne an, denn das war auch ein Wunsch gewesen von unseren Kunden. Ja. Wenn die einen größeren Einkauf haben und hier mit der Parksituation ist es halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen bieten wir gerne diesen Service an. Ja. Ja, super. Dann lass uns doch mal da hingehen, auch wenn es jetzt ein bisschen nass und regnerisch ist. Ja. Und dann sehen wir uns gleich live und in Farbe bei Evonics. Bis gleich. Marc. Wow, und da sind wir wieder. Es ist trocken, es ist warm. Ah, und wo endlich sind wir? Wir sind bei Evectro. Evectro, hier wieder am Überseeboulevard an der Überseeallee. Neben den 25 Hours. Genau. Und hier gibt es die ganzen hübschen, PS-lastigen Elektro-Schätzchen, sag ich mal. Und du machst jetzt mit dem Florian hier von Evectro mal die kleine Übergabe von deinem neuen super Liefervehikel. Ich schalte die Kamera einmal um und ihr zwei erzählt mal ein bisschen was zum Auto da. Ne? Also zum, sehr gerne. Wie sagen wir, Scooter, ne? Also, Florian. Hi Markus. Hey, vielen herzlichen Dank für eure tolle Unterstützung hier. Sehr gerne. Denn wir standen ja heute in der Bild-Zeitung schon mit unserem Lieferdienst, den wir ja mit eurer Unterstützung hier vor Ort, neben den 25, euer Laden Evectro, hier uns zur Verfügung stellt. Sag mal, das ist das Fahrrad? Richtig, genau, das ist das ganz kleine Fahrrad. Das kennt man natürlich aus dem heimischen Keller, aber wir haben es ein bisschen größer. Das ist vom Bike, das ist unser Lastenfahrrad. Stellen wir euch gerne natürlich zur Verfügung. Support your local dealer. Wir sind ja auch im Einzelhandel, wollen uns gegenseitig unterstützen. Und, sehr cool. Ich zeige dir gerne mal den Kofferraum. Ja, ja, coole Sache. Ey, das ist ja der. Mit wie viel kann man da fahren? Ja, also 25 km/h, schnell fährt das Fahrrad. Man muss natürlich so ein bisschen unterstützen. Das heißt, man muss in die Pedale treten, aber man hat eine extrem sehr krasse Unterstützung da in dem Bereich. Was ich auch sehr schön finde, Sicherheitsfeatures. Wir haben sogar ein Bremslicht, wir haben Rücklicht, Hammer, wir haben Blinker, natürlich auch ein klassisches Fernlicht, dass wir auch die Straßenschienen ausleuchten. Und ja, ich würde mal sagen, da passen einige Bierkisten rein, wenn es wieder losgehen darf zu Hause, dass man sich treffen kann mit Freunden. Da passen ordentlich Einkäufe rein. Wir müssen um bei 600 Liter Kofferraumvolumen sein. Krass. Und das Ganze natürlich sehr ökologisch, einfach mit dem Fahrrad. Und ihr stellt uns das jetzt wirklich zur Verfügung, genau, damit unsere Mitarbeiter euch, liebe Kunden, damit beliefern könnt. Richtig, genau. Denn das war ja ein Wunsch von euch. So, und Evectro macht es wirklich möglich. Sag mal, was für eine Reichweite hat das Fahrrad? Ja, wir können da tatsächlich von um bei 200 Kilometern ausgehen. Da es wirklich eine rein elektrische Unterstützung ist, wenn man selber auch was tut. Und da sind die Akkus wirklich für prädestiniert. Die haben eine große Kapazität und das ist wirklich sehr ökologisch. Und wir haben nicht nur Lastenräder, auch E-Scooter, E-Bikes für eine Person sozusagen ohne Kofferraum, Motorräder, Roller, Hauptsache elektrisch. Und noch ein Dach drüber. Richtig. Damit unsere Fahrer, die ich dir gleich zur Verfügung stelle hier, ganz genau, damit du die bitte einmal einweisen könntest. Na klar. Denn ich sag mal, wenn man die Technik hier sieht, wenn ich mich mal hier drauf setze, einmal ganz kurz, ey, das ist ja krass. Ja, wir haben sogar eine Handbremse, die ist auch gerade angezogen. Vorne, hinten Scheibenbremse, also wirklich Safety first. Ein Dach über dem Kopf, Seitenspiegel. Bei dem Wetter, ich glaube, das ist das Beste, was uns halt für die Mitarbeiter gerade passieren kann. Genau. Ja, cool. Ja. Ich bedanke mich. Gerne, Markus. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Marktplatz. Genau, bis dann.